Hi, hi und guten Morgen. Ich hoffe, ihr könnt mich gut hören. Ich habe schon wieder einen ganz aufregenden Morgen gehabt und ich wollte ein paar Informationen mit euch teilen. Und zwar schaue ich mal schnell, ob ich das noch in der Gruppe teilen kann, dieses Video. So, kleiner Moment. Jetzt habe ich es gleich geschafft, genau. Und zwar, einerseits bin ich gestern Abend fertig geworden, so mit der Vorbereitung für, hallo Beatrice, mit der Vorbereitung für das Geldmagnet-Seminar, was überhaupt eigentlich letztendlich wirklich nur am Rande mit Geld zu tun hat, weil Geld ist ja nur unser Aufhänger, Geld ist nur unser Katalysator, der uns dorthin bringt, wo wir sein möchten und der uns hilft, all diese Barrieren noch aufzudecken und abzubauen, die uns letztendlich von unserem göttlichen Selbst trennen, von unserem wahnsinnigen Potenzial, von unseren Talenten, von all diesen Dingen, die in uns schlummern, die wir einfach nicht sehen können, weil wir uns halt im Außen so reflektieren, weil wir uns unsere Geschichte reflektieren, was uns sozusagen die Sicht verbaut zu diesem unendlichen Potenzial. Und die von euch, die jetzt schon ein bisschen mehr in dieser Meditationspraxis, auch von Dr. Joe Dispenza drin sind, die erleben es, die erleben diese Gefühle in diesen Meditationen, wenn sie sich frei fühlen, wenn sie sich als kein Körper, als nichts und als niemand fühlen und dann merken, ja, hoppla, ich bin ja nicht mein Körper, oder? Ich bin auch nicht das, was ich im Außen sehe. Ich bin nicht das, was meine fünf Sinne wahrnehmen. Und du kriegst dann wirklich mal so ein Gefühl dafür, wer du wirklich bist, oder? Und dieses Gefühl ist dein wahres Selbst. Dieses Gefühl ist das, was du wirklich bist, wenn du dir keine Sorgen machst, wenn du dir keine Vorstellungen machst, wie Dinge unbedingt sein müssen, sondern wenn du ganz klar in dein wahres Selbst, in dein wirkliches Potenzial einsteigst, dann ist es das, was du fühlst. Und jetzt ist es ja meine Mission, dass es nicht sein kann, dass man das nur fühlt, wenn man in diesen Meditationen drin ist und dass man stundenlang am Tag nur meditieren muss. Meditation ist wichtig, versteht mich nicht falsch. Ich liebe das, was Dr. Joe Dispenza unterrichtet und das ist der Schlüssel, das ist eine Formel. Aber nachher haben wir noch dieses Leben hier. Wir haben dieses Leben auf dieser Erde, in diesem Umfeld, mit diesem Außen. Und da sollten wir dran arbeiten, um dieses Leben auch wirklich zu leben und nicht nur irgendwie so ein Wuhu-Guru werden, der in der Meditation super happy ist und wenn er rausgeht, nicht weiß, wie er seine Miete bezahlen soll und nicht weiß, wie er sonst noch irgendwo glücklich werden kann in der Interaktion auf Business-Ebene oder mit Freunden und so weiter. Wir haben ja so viele Lebensbereiche, die alle dazu beitragen, wie wir uns fühlen. Und unsere Haltung und unsere Vorstellung gegenüber in diesen Lebensbereichen, die trägt letztendlich dazu bei, was wir aus unserem Leben insgesamt machen. Und ich habe jetzt zum Beispiel vorher das Testimonial, das wurde ganz frisch aufgeladen, von der Sandy angeschaut. Oder die Sandy, die hat eine wahnsinnige, tolle Transformation noch gemacht. Und zwar, die war versteift, ihre ganze Wirbelsäule, und sie konnte kaum gehen und so weiter und so fort. Und die war in der Meditation und sie erzählt in diesem Testimonial, dass sie eben den Anweisungen von Dr. Joe Dispenza gefolgt ist und dass sie dann irgendwann mal das Gefühl hatte, sie ist nicht mehr in ihrem Körper, sie ist nicht ihr Körper, sie beobachtet ihren Körper und dass sie dann die Information bekommen hat, ja, ihr Körper ist jetzt gerade in der Blueprint-Fabrik, also dort, wo die Perfektion abgelegt ist von jedem von uns, die Perfektion, mit der wir eben auf die Welt kommen. Und ihr Körper ist, hat sie die Information gekriegt, dass ihr Körper in diese Blueprint Factory rein ist. Und
dass der dann eben dort geheilt wird und wieder in seinen perfekten Ursprungszustand zurückversetzt wird. Und es war alles in der Meditation, wo sie das gemerkt hat. Und dann sagt sie noch, sie ist einfach, sie hat sich hingegeben, oder? Und dann sagt sie noch, ja, Dr. Joe Dispenza hat gesagt, ja, löst dich auf, oder? Und dann hat sie sich halt aufgelöst. Und das ist genau das, um was es geht, oder? Dass wir irgendwann mal dieses Gefühl bekommen, dass wir eben nicht dieser Körper sind. Aber dass dieser Körper hier ist und ein perfektes Leben führen kann mit all den Möglichkeiten, die da draußen existieren. Und zwar nicht nur für uns, weil wir so und so viel Geld haben, so und so eine Herkunft haben, so und so ein Sparkonto haben, sondern einfach für alle. Einfach aus diesem Geburtsrecht heraus, weil wir alle aus dieser Blueprint Factory rauskommen. Und das Einzige, was halt dann passiert ist, wir splitten uns ab von dieser Perfektion aufgrund dieser Vorstellungen, die wir vom Leben haben, aufgrund den Dingen, die wir lernen und gelernt haben in unserer Gesellschaft. Und irgendwann mal vergessen wir unsere Perfektion und wir vergessen auch, wie sich das anfühlt, wenn wir perfekt sind, wenn wir gut und richtig sind, wenn wir komplett in Ordnung sind. Und irgendwie müssen wir einen Weg finden, uns da wieder drauf zu verlassen. Oder Dr. Joe Dispenza sagt in der Meditation immer Surrender, also gib dich total hin, gib dich dem hin, diesem Größeren. Aber zuerst gilt es darum, einfach ein Vertrauen auch aufzubauen zu diesem Größeren und zu wissen, dass da ein Größeres ist, das dich hält und das das Beste für dich will und das dich lieben will und das dich unterstützen will. Aber wir sind meistens sowas von zu und von verängstigt und eingeschüchtert, dass wir uns nicht mal vorstellen können, wie das ist, wenn da etwas wäre, das das Beste will für uns, das uns liebt und das uns hält und das uns trägt und das uns sieht wie ein göttliches Wesen mit allen Potenzialen und mit allen Talenten. Und wenn wir uns dieses nicht vorstellen können, wenn wir uns damit nicht verbinden können mit so einer Vorstellung, dann können wir das auch nicht zulassen für unser Leben. Und da eben oft wird jetzt auch das mit diesem Schichtenabtragen erzählt, oder? Und genauso ist es. Wir müssen uns wieder öffnen, durch Schichten hindurch öffnen zu unserem vollen Potenzial, dass wir uns erlauben, eben auch unseren Genie und sind Genius zu leben und uns zu akzeptieren, dass wir eben hier sind und das Beste und das Schönste und das Liebste und das unterstützendste Leben zu leben. Und wenn wir eben diese Schichten nicht abtragen können, sondern vielleicht kurz mal in der Meditation die abtragen und dann nachher im Leben draußen wieder diesen ganzen Frust haben in unserem Daily Business, dann gehen wir in der Meditation einen Schritt vor und dann gehen wir raus aus der Meditation, gehen wir wieder einen Schritt zurück. Und deswegen braucht es eine kontinuierliche Arbeit, ein kontinuierliches Bewusstmachen dessen, was du selber bist, was du willst, was du kannst, was deine Talente sind, wofür du dich begeisterst, was du gerne machst und auch die Sachen, wo du immer kritisiert worden bist. All das ist eigentlich nur ein Hinweis darauf, dass du ein Genie bist, der einfach irgendwo in Warteposition gehalten wird. Und auch diese Sandy, ich meine, wir wissen ja nie, was diese Leute alles schon vorher gemacht haben, bis sie so eine Erfahrung haben in der Meditation, was sie vorher für Arbeit gemacht haben, Bewusstseinsarbeiten, bis sie in die Retreats gegangen sind. Wir wissen das alle überhaupt nicht, was da alles schon los war und was die Leute mitnehmen oder was sie schon abgearbeitet haben, dass sie sich so öffnen können, oder? Und für uns alle ist es super verständlich zu sagen, ja okay, wenn du keinen Ausweg mehr hast, dann lässt du dich halt gehen und kannst dich öffnen. Aber zum Glück haben wir nicht alle so auswegslose Situationen, wo es wirklich um Tod oder Leben geht. Aber es geht trotzdem um Tod oder Leben, also im Tod in dem Sinne darum, dass wir halt dahin vegetieren als eine Persönlichkeit, die wir nicht wirklich sind und immer wieder irgendwie so kleine Glimpses, so kleine Augenblicke erkennen, wow, da wäre doch so viel mehr für mich drin und ich könnte doch das und dann lassen wir uns wieder einschüchtern und gehen wieder zurück.
Und der einzige Ausweg ist halt dieses kontinuierliche Arbeiten und diese Vision zu verfolgen, die du von dir selber hast, in deiner Zukunft, wo du an dich glaubst, wo du dich liebst, wo du weißt, dass du ein Geschenk hast, das du hier auf dieser Welt, in diesem Leben zu geben hast und geben möchtest und wofür du brennst und was dich leicht und fröhlich fühlen lässt und was dich jeden Tag inspiriert, Dinge zu tun und darum geht es auch. Aber diese Arbeit zu machen und sich diese klare Vision zu machen, diese Vorstellung zu haben, wo will ich denn hin mit meinem Leben, wo will ich denn hin mit mir, was will ich denn alles noch erleben, was will ich denn, wo will ich denn noch Teil davon sein, sich das überhaupt klar zu machen, zu erlauben und so weiter. Und da kommt immer wieder das Geld ins Spiel, was uns dann macht, ich kann es ja im Moment nicht, lieber denke ich gar nicht dran, weil sonst bin ich enttäuscht, weil ich bin ja hier jetzt noch gefangen in meiner jetzigen Situation und dann werde ich nur traurig und frustriert und weil ich nicht weiß, wie ich da hinkommen kann. Und da aufzuhören und zu sagen, es geht nicht darum, dass du weißt, wie du da hinkommen kannst, sondern es geht darum, dass du diesen Magnetismus entwickeln lässt. Oder wir sind ja ein elektromagnetisches Feld sozusagen, das angezogen wird von einem anderen elektromagnetischen Feld, das wir aber kreieren müssen, unsere klare Vision von uns in der Zukunft. Und da braucht es halt so viel Umprogrammierungen, so viel Zeug aus dem Weg zu räumen, dass wir uns halt im Laufe unseres Lebens angeklatscht haben. Und ich bin einfach wirklich da, um euch nochmal daran zu erinnern, tut die Arbeit, tut mehr als die Meditation. Ihr müsst euch kreieren, ihr müsst euch neu erfinden, ihr müsst Vertrauen lernen, ihr braucht Lebensgrundsätze, ihr braucht wirklich Vorstellungen davon, wo ihr hin wollt, um nicht zu sagen, klare Ziele. Und das mal rauszuholen aus deinem Inneren, da musst du dich hinsetzen, da brauchst du einen Zettel, da brauchst du einen Stift, da brauchst du eine Kontinuität, da musst du jeden Tag diese Schritte gehen, da musst du dich jeden Tag neu erfinden, da musst du dir jeden Tag Zeit dafür nehmen, um dich damit zu verbinden mit dieser Version, deiner zukünftigen Version. Du musst so leben, als seist du schon das und dort, wo du sein willst. Aber wie sollst du so leben, wenn du noch nicht mal weißt, wie das ist und wo das ist? Und deswegen kommen die meisten einfach nicht weiter, die kommen nicht voran und dann sehen sie keinen Ausweg und dann wird resigniert und ich weiß, wie das ist und ich möchte einfach so vielen Menschen wie möglich zeigen, dass mit dieser Arbeit, mit diesem Aufwand, mit dieser zeitlichen Investition in dich selber, in der du für dich gehst, und zwar jeden Moment des Tages gehst du für dich und du weißt, wo du hin willst, du weißt, was du hast, du weißt, wer du bist, du weißt, was du kannst. Und darum geht es mir und darum habe ich eben auch dieses Seminar, dieses Mastermind gemacht, dieses dreimonatige, wo dieser Weg zusammen bestritten wird in der Gruppe, weil es ist immer wieder ein Abdriften, es ist immer mal wieder, ihr wisst es genauso, es ist das Gleiche wie Abnehmen, es ist das Gleiche wie aufhören zu rauchen, es ist das Gleiche wie alles. Immer wieder passieren Dinge, die uns abhalten. Aber wenn wir uns einmal committed haben und in der Gruppe sind, dann hält uns das nicht ab. Und diese Mittelmäßigkeit, die wir leben, die müssen wir nicht weiterleben. Wir können brillieren, wir können ein brillantes Leben führen, jeder auf seine Art und Weise. Und deswegen geht es in diesem Geldmagneten eigentlich nicht darum, um ein Geldmagnet zu werden in erster Linie, weil das ist die logische Folge, die klare Konsequenz, wenn du selber dein Potenzial lebst und nicht mehr drüber nachdenkst, ob Geld oder nicht Geld, weil du einfach weißt, es ist da und es kommt schon, wenn ich lebe, wenn ich brilliere, wenn ich mich freue, wenn ich glücklich bin, wenn ich liebe, was ich tue, wenn ich mein Sein liebe, wenn ich mein Leben liebe. Aber da erstmal hinzukommen,
das bedeutet, dass du mal diesen scheiß Bullshit-Stories anschauen musst und dich befreien musst, neue Lebensgrundsätze für dich definieren musst, eben das, was ich halt sage. Du sagst ja, es geht nicht um Geld, aber ich muss mir erlauben, die Dinge zu tun, die ich liebe. Und ich muss erlauben, mich im Unbekannten wohlzufühlen. Und ich muss diese Sicherheit und dieses Vertrauen in dieses Unbekannte, in dieses Göttliche in mir finden, weil ich weiß, dass es aus mir heraus alles im Außen kreiert. Weil ich weiß, dass das, was ich bin, was ich denke und was ich fühle, sich manifestiert für mich und andere in diesem Leben. Und da muss ich halt mal in die Zähne zusammenbeißen und diesen Weg gehen und raus aus der Komfortzone und aufhören zu Fernsehschauen, sondern mir mein Notizbuch nehmen, hier Dinge aufschreiben. Ich bin heute Nacht wieder aufgewacht und es war mir alles so glasklar, weil deswegen will der Dr. Joe auch immer, dass wir eine Nacht meditieren, weil plötzlich gehen die Schleier weg und plötzlich hast du wow, Insights. Und ich habe mir angewöhnt, wenn das so klar ist, dass ich dann hinsetze und dass ich die Sachen aufschreibe, weil die so klar sind und weil die so wichtig sind und weil das auch für mich so eine Routine ist. Und da habe ich wieder so wichtige Informationen, die kommen einfach, die Informationen sind ja alle da, die sind ja nicht nur für mich da, die Informationen sind ja für uns alle da. Und das sagt ja auch Dr. Joe, wenn dann irgendwann mal der Verstand aus dem Weg geht und dann mal plumm, kommen die Informationen plötzlich rein. Aber wir müssen uns auch angewöhnen, dann einfach auch da zu sein und zu sagen, wow, das ist eine wichtige Information für mich. Da gehe ich jetzt mit, da gehe ich jetzt weiter. Und ich sage nicht, ja, es ist aber wichtiger, dass ich das mache und ich kann ja nicht, weil ich nicht und du. Sondern, dass ich hier meine Intuition schule und weiß, dass diese Informationen, die zu mir kommen und die mir einfach glasklar sind, dass ich die auch akzeptiere, dass sie eine Message für mich haben, dass sie mir etwas sagen wollen und dass ich etwas zu tun habe für mich im Weiteren. Und darum geht es und das möchte ich mit euch einfach erleben und durcharbeiten in den nächsten 3 Monaten. Und es ist kein Spaziergang und es ist einfach ein Job, es ist eine Arbeit. Es ist etwas, was wir auf uns nehmen, weil wir begeistert sind von dem Ergebnis, das auf uns wartet, weil wir da Bock drauf haben. Und es ist immer noch so, dass die wenigsten permanent die Arbeit machen, aus zig verschiedenen Ausreden. Aber es gibt keine Ausreden, weil du hast immer Zeit für alles, was dir wichtig ist. Und jeden Moment gilt es daran, bewusst zu arbeiten und zu schauen, gehe ich dorthin, wo ich hin will, oder lasse ich mich wieder abhalten von Angst, von Zweifeln, von Unsicherheiten? Und hier diese Sicherheit zu gewinnen über das, was du bist und wer du bist und nach welchen Grundsätzen du lebst und was dein Innerstes, deine Seele oder dein göttlicher Anteil, dein non-physischer Anteil, wie du es möchtest, der ist begeistert von dir. Der weiß, was du für Talente hast. Der weiß, was du alles kannst. Und da mal diese Verbindung aufzubauen und die Connection aufzubauen und nicht immer nur im Außen zu leben und sich ablenken zu lassen. Um das geht's. Und dann kriegst du Ergebnisse auf allen Ebenen deines Lebens, auf allen Bereichen, die du hast, körperlich. Sei es bei Krankheit, Familie, Beziehung zwischen Freunden, Lebensstil, Beruf, Business. Es ist alles da. Wir leben ja in dieser Fülle. Und deswegen ist halt Geld der Aufhänger, dass wir kapieren, dass Geld eben nicht der Aufhänger ist. Versteht ihr? Ist der Aufhänger für dieses Geldmagnetenseminar, um nachher zu kapieren, dass es ja überhaupt nicht um Geld geht. Sondern dass Geld eigentlich nur eine energetische Selbstverständlichkeit, ein Resultat dessen ist, wenn wir in unserer Fülle, also in unserer Fülle, vollem Potenzial sozusagen, dem, was wir wirklich sind, leben. Dann muss das Geld kommen. Und dann ist Geld aber auch kein Thema mehr, weil es interessiert ja auch überhaupt nicht, weil du dir nur überlegst, was will ich? Alles klar? Wie kann ich es haben? Dann frägst du dein Innerstes und sagst, zeig mir den logischen nächsten Schritt. Da will ich hin. Was ist jetzt zu tun? Was begeistert mich jetzt dahingehend jetzt zu machen?
wie mich jetzt halt nochmal begeistert hat, dieses Video zu machen und um nochmal vielleicht ein paar Leute ein bisschen Klick aufzurütteln und zu sagen, ja, logisch, und ich muss noch mehr tun und ich tue nur ein bisschen und ich meditiere ja und täglich vielleicht sogar, aber ich kann noch mehr tun, ich kann noch mehr wissen, was ich will, ich kann noch mehr wissen, wer ich bin, ich kann noch tiefer reingehen, ich kann noch mehr Momente des Tages dafür nutzen, den Moment zum großartigsten und zum besten Moment machen, den ich nur im Moment fühlen kann. Ich kann da noch mehr all in gehen und ich kann mich noch mehr verpflichtet fühlen, für mich zu gehen, für meine Zukunft zu gehen, und ich kann noch mehr reingeben an Zeit und ich kann noch mehr diese Priorität, die ich mir selber gebe, für mich dahin setzen, und wenn ich morgens aufstehe, und ich kann noch mehr schauen, dass ich wirklich das tue, für was ich da bin. Und wir können alle noch mehr, wir sind immer noch so ein bisschen, ist ja vielleicht doch ein bisschen zu anstrengend, und aber wir müssen doch anfangen und wir müssen wissen, dass es immer noch mehr geht und dass es noch toller geht und dass es noch besser geht und dass es noch gesunder geht, oder? Und wenn ich jetzt nochmal zurückkomme zu diesen ganzen Heilungstestimonials von den körperlichen Geschichten, wenn wir davon abhängig machen, dass der Körper heil und perfekt sein muss, bevor wir die anderen Lebensbereiche, bevor wir uns heil und perfekt fühlen, dann warten wir wieder viel zu lange. Wenn wir trotzdem noch Einschränkungen haben, wie wäre es, wenn wir wissen, dass wenn wir für uns gehen, Richtung unsere Blaupause, dass dann der Körper automatisch nachzieht, dass es nicht muss plupp, 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 plupp in der Meditation machen, weil auch für die Sandy geht jetzt nach der Meditation und nach dieser Erfahrung des Lebens weiter. Sie kann sich nicht darauf ausruhen, dass sie da einmal diese Heilung gehabt hat und dann nichts mehr machen und ihren alten Stiefel zurückgehen und sich irgendwie minderwertig und eingeschränkt fühlen. Nein, natürlich nicht, sondern sie sagt, wow, ich gehe in ein neues Leben. Und da muss sie aber auch wissen, was ist dieses neue Leben für mich? Was heißt es für mich? Was mache ich mit diesen neuen Geschenken der wiedergewonnenen Gesundheit? Oder? Wiedergewonnen, wir hatten immer hatten wir diese Blueprint da draußen, oder? Wir haben es nur vergessen, dann waren wir krank, dann haben wir das wieder gewonnen. Aber das heißt nicht, dass wir wieder zurückgehen ins alte Leben, sondern dass wir uns was Neues kreieren, damit wir nicht wieder zurückfallen in irgendwelche Krankheiten und so weiter und so fort, sondern es muss der Wake-up-Call sein. Wach auf, heißt das. Wach auf, die Blueprint ist da, du hast es gesehen, dein Körper kann sich wieder perfektionieren, du bist perfekt, also leb dein perfektes Leben und lebe nicht mehr dieses Leben, wo dir vorgestellt hast, du bist gut genug, irgendwas ist falsch an dir und so weiter und so fort, bis dein Körper gesagt hat, okay, irgendwas ist falsch an mir, also dann zeige ich es dir mal. Ha? Also, vorwärts heißt es, vorwärts, und vorwärts gut, richtig, perfekt, vom Herzen, von der Freude getrieben, dahin wollen wir gehen. Und das ist alles, was ich hier jetzt gelabert habe, das kommt alles in diesem Geldmagnet-Seminar, weil es dazu gehört und weil es nur so dieser kleine Punkt, dieser kleine winzige Aufhänger ist, um zu sagen, Leute, lasst euch wegen dem Geld doch nicht so ins Boxhorn schlagen. Lasst euch wegen der Gesundheit nicht ins Boxhorn schlagen. Lasst euch wegen der Beziehung nicht ins Boxhorn schlagen, sondern pam, wacht auf und geht für euch. So, das war das Wort zum Sonntag. Auch nicht schlecht, oder? Aber eigentlich ist es nichts anderes, als die da machen im Fernsehen. Hey, danke fürs Zuschauen. Vielleicht habt ihr noch Bock mitzumachen. Es ist immer noch möglich. Es hat noch ein paar Plätze, aber ich bin auch schon happy für die Leute, die alle schon mitmachen. Es wird eine coole Gruppe. Und es wird auch für mich eine riesen Transformation geben. Ich bin gespannt, wo ich in 3 Monaten da rauskomme. Ihr werdet es mitkriegen. Mua. Danke, danke für eure Zeit. Tschüss. Danke fürs Herz.